Die Herrscherin des Pilzkönigreichs, die Prinzessin aller Toads und die originale Maid in Nöten der Videospielgeschichte, Prinzessin Peach, hat mit Princess Peach Showtime am 22. März nach einigen Jahren endlich wieder ein Spiel spendiert bekommen, das sich voll und ganz um sie dreht. Das letzte Mal hatte die Prinzessin in Pink 2005 die Zügel in der Hand. Ein weitestgehend vergessenes DS-Spiel mit dem Namen Super Princess Peach hat die Welt nicht wirklich bewegt, aber der sonst so ziellosen Dame etwas zu tun gegeben. Fast 10 Jahre später steht Peach jetzt wieder im Rampenlicht. Wortwörtlich, denn Princess Peach Showtime verschlägt Peach in das Funkeltheater, ein riesiges Gebäude, das viele Schauspiele und Bühnenbilder bietet. Eigentlich wollte sich die Prinzessin hier eine Auszeit gönnen und sich von den ganzen Entführungen erholen, aber die Sekunde, in der sie das Theater mit ihren loyalen Toads betritt, geht natürlich etwas schief. Madame Grape und die Sauerbande haben mit der Dunkelkraft das Theater an sich gerissen und alle Theaterstücke zu Tragödien umgeschrieben. Die Besucher und Schauspieler finden das natürlich gar nicht witzig. Peach trifft nicht viel später auf Stella, eine Funkelfee, die über das Theater wacht. Diese verleiht Peach die Funkelkraft und einen stylischen Pferdeschwanz sowie die Kraft, mit Bühnenelementen zu interagieren. Die beiden machen sich also zusammen in die Vorführungen auf, um diese wieder näher ans Skript zu bringen. Schöner kleiner Aufhänger für eine Story. Und die üblichen Mario-Charaktere wie der Klempner selbst, Luigi oder Bowser sind abwesend, was etwas Abwechslung in die Sache bringt. Peach hat über die Dauer der Handlung zwar nicht viel zu sagen, kann aber mit einer deutlich dynamischeren Mimik als sonst ihre Gefühle vermitteln. Ab und an gibt es mal die ein oder andere Cutscene, die die Story vorantreibt, aber ein Epos seinesgleichen sucht man hier vergebens. Die übergreifende Handlung ist eher nebensächlich, aber völlig ausreichend für ein Spiel dieser Art und die Zielgruppe, an die sich das Spiel richtet. Diese Zielgruppe sind nämlich Casual Gamer, Einsteiger oder Kinder. Das Spiel ist in Sachen Gameplay zu großen Teilen nicht anspruchsvoll. Princess Peach Showtime ist eine Art 2,5D-Plattformer mit Hüpfelementen, Puzzle-Solving, Beat'em-up, Minispielen und noch vieles mehr. So wirklich festnageln kann man das Gameplay nicht. Und wir sagen euch auch warum. Das Spiel ist in viele verschiedene Level aufgeteilt, die allesamt Vorführungen eines Theaterstücks darstellen. So wie jedes Stück eine andere Handlung hat, haben sie allesamt auch andere Gameplay-Mechaniken. Das generelle Bewegen und die Perspektive bleibt meistens gleich, aber der Hauptaspekt des Gameplay ändert sich. Man kann sagen, das Spiel strotzt vor Abwechslung. Diese wird vor allem durch die 10 verschiedenen Kostüme und Kräfte erreicht, die Peach während der Vorführungen tragen kann. In einer Vorführung wird Peach beispielsweise zu einer Fechtmeisterin, die einen König aus den Händen der Sauertruppe befreien muss. Hier bedient man sich also dem Schwertkampf und dadurch wird das Spiel in einem Level zu einem Beat'em-up. In einem anderen nimmt man die Rolle eines Meisterdetektivs ein, der einen Raub aus einem Museum aufklären muss. Das Spiel wird hier zu einem Adventure-Game mit Puzzle-Elementen und so läuft das für jede der 10 Verwandlungen. Alle diese Gameplay-Styles, die dadurch erreicht werden, sind einfach zu lernen und haben auch nicht unbedingt die tiefsten Mechaniken. Die meisten lassen sich sogar nur mit 2 Knöpfen steuern, aber die Abwechslung macht das definitiv wett. Jede dieser Verwandlungen bekommt auch mehrere Möglichkeiten, sich zu entfalten. Wer jetzt dachte, dass es nur 10 Level gibt, liegt etwas daneben. Die Zahl ist näher an den 30. Darunter auch Bosse, die ziemlich bocken, und Bonus-Level, die sogar erfahrene Spieler fordern dürften. Die Fechtprüfung des ersten Obergeschoss lässt grüßen. Die normalen Level selbst sind meist an die 10 Minuten lang und hausen einige Sammelgegenstände wie Münzen, Funkelsteine und Schleifen. Münzen kann man in der Oberwelt zum Kauf von neuen Outfitmustern für Peach und Stella ausgeben, Funkelsteine dienen zur Progression der Handlung und Schleifen schalten auch wieder Outfits für die beiden frei. Man hat eigentlich immer genug Funkelsteine, um die Handlung voranzutreiben. Nur wer die 100% sucht, könnte ein bisschen ins Schwanken kommen. Einige dieser leuchtenden Sternstücke sind wirklich gut versteckt. Oftmals sind uns beim ersten Durchspielen eines Levels mindestens eins durch die Lappen gegangen. Von den Schleifen ganz zu schweigen. Leider tut sich hier dann auch ein kleines Problem mit dem Gameplay auf. Das erneute Durchspielen eines Levels ist so langwierig. Man kann quasi keine der Story-Events überspringen, was ein erneutes Durchspielen länger macht, als es sein muss. Oftmals klickt man sich stumpf durch die Dialoge, um zu den Stellen zu gelangen, wo man ein Collectible übersehen hat. Um das geltend zu machen, muss man den Level auch noch abschließen. Besser also beim ersten Mal richtig gründlich sein. Dann setzt man sich nämlich auch mit den schön inszenierenden Bühnenbildern auseinander. Die sind nämlich allesamt echt hübsch. Das Spiel läuft auf Unreal Engine 4, weswegen Licht- und Schatteneffekte ein echtes Highlight sind und die Bühnen und Requisiten gut zur Geltung bringen. Ein Scheinwerfer scheint immer auf Peach herab, was das Theatralische des Spiels weiter untermalt. Dieses unnatürliche Lighting, gekoppelt mit der Tatsache, dass viel mit Licht und Schatten gespielt wird, machen Princess Peach Showtime zu einem wirklich gut in Szene gesetzten Spiel. Zur visuellen Qualität kommen wir später noch zu sprechen, aber stilistisch kann man echt nicht meckern. Animationen und Charaktermodelle sind auch allesamt echt gelungen, Peachs verschiedene Idle-Animations und kleine Tänze sowie Mimik und Gestik kommen alle gut zur Geltung und zeigen, wie ausdrucksstark die sonst verhaltene Prinzessin sein kann. Die anderen Besucher des Theaters sind designtechnisch recht simpel gehalten und lassen Peach, was das angeht, definitiv den Vortritt. In Sachen Sound fährt Princess Peach Showtime mit einem bombastischen Orchester auf, das sich, wie das Gameplay auch, in viele verschiedene Richtungen äußert.
Natürlich immer passend zu den Umständen, in denen sich unsere Heldin befindet und welches Kostüm sie gerade trägt. Ein paar Ohrwimmer sind auch dabei, aber der Soundtrack lässt sich nicht mit den Hauptspielen der Reihe vergleichen. Es ist uns neben ein paar Melodien, die im Spiel des Öfteren verwendet werden, kein Stück direkt im Ohr geblieben, aber durch die mehreren Durchläufe der Level und der Wiederholung mancher Levelthemen ist man gegen Ende des Spiels definitiv mit den meisten Kompositionen gut vertraut. Voice Acting gibt es in dem Spiel recht wenig, wie für Mario-Spiele üblich. Was wir jedoch von Prinzessin Peach hören, verwirrt uns etwas. Die Voice Direction der Heldin scheint für dieses Abenteuer deutlich runtergeschraubt worden zu sein. Nur selten hört man Peach die gewohnten hohen Töne von sich geben. An manchen Stellen klingt sie regelrecht gelangweilt. Definitiv eine interessante Entscheidung, um das Spiel möglicherweise näher an die Darstellung von Peach aus dem Kinofilm zu bringen. Wir wissen aber nicht, ob uns das gefällt. Und letztlich zu etwas, das uns leider auch nicht so wirklich gefällt. Die Technik. Princess Peach Showtime läuft mit 30 FPS. Switch-Besitzer sind das zwar gewohnt und können das verkraften, wären es stabile 30 FPS. Leider fallen die Frames an vielen Stellen unter diese Grenze und lassen das Spiel stolpern. Gerade in hitzigen Situationen, die es tatsächlich im Spiel gibt, nervt das wirklich. Noch hinzu kommt, dass wir schwören könnten, dass das Spiel mit Input-Delay zu kämpfen hat. Aktionen wie Sprünge oder das Nutzen von Kostümfähigkeiten fühlt sich an einigen Stellen etwas verzögert an. Ob das so gewollt ist, wagen wir zu bezweifeln. Auch in Sachen visuelle Qualität müssen wir etwas meckern. Ziemlich sicher verwendet das Spiel eine variable Auflösung, was man wirklich stark sieht. Charaktermodelle verschwimmen und Kanten werden unscharf. Wir wissen natürlich, dass die Unreal Engine sich eigentlich nicht so gut mit der Switch versteht, aber ein bisschen hätte man an der Technik noch schrauben dürfen, wie wir finden. Glücklicherweise ist das Spiel an den meisten Stellen eher langsam und generell ja auch einfach, weshalb der ein oder andere Fehltritt aufgrund der Technik nicht ganz so stark frustriert wie in anderen Spielen. Trotzdem ist das für Nintendo-Fans natürlich ärgerlich und bringt auch wieder die Debatte der schwachen Switch ans Tageslicht. Wir sehnen uns nach Besserungen, wenn Nintendos nächste Konsole erscheint. Wie ist Peachs erster Solo-Ritt seit 10 Jahren also ausgefallen? Wir würden sagen, dass Princess Peach Showtime ein gutes, wenn auch sehr von technischen Makeln geplagtes Spiel für Einsteiger, Familien und Kinder ist, das vor allem Fans der Prinzessin mit einigen Stunden leichter Gaming-Kost versorgen kann. Jäger der 100% kommen hier auch auf ihre Kosten, wenn man das sorgfältige Erkunden der Level mag. Stilistisch ist das Spiel sehr schön und fährt mit abwechslungsreichen und kreativem Gameplay auf, das während der Spieldauer, die rund 10 Stunden beträgt, nicht langweilig wird. Trotzdem sollte man sich bewusst sein, dass das Spiel definitiv an Einsteiger und jüngere Spieler gerichtet ist. Es ist also recht einfach und eher zum gediegenen Zwischendurchzocken gedacht. Momentan gibt es tatsächlich viel Diskurs um den Titel aus dem Hause Nintendo. Habt ihr die Kontroversen mitbekommen und was haltet ihr davon? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr schon da unten seid, könnt ihr auch ein Like und ein Abo dalassen, um uns zu unterstützen. Euer Support bedeutet uns echt viel. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns sicherlich in einem anderen Video wieder. Also, bis zum nächsten Mal und ciao!